Hallo, hier ist wieder Robert mit Geschichten aus der Geschichte. Und heute geht es von Unterosfe nach Amönau. Ja, schön, Mann, und liegt bitte wo? Liegt hier im Kreis Marburg-Biedenkopf, rot markiert im grünen Hessenland. Als Übersicht: Deutschland mit seinen Bundesländern. Sehenswürdigkeiten aus Holz und Stein erzählen, Jahrhunderte sind um uns herum. Ob römisch, mittelalterlich, ob neueren Datums. Und hier in diesen grau markierten Kreisen, da waren wir unterwegs, zu sehen, was es zu sehen gibt und zu hören, was uns diese Zeugen heute noch können. Dies ist ein Beitrag der Serie 8. Derzeit gibt es folgende Serien, nur als kleine Übersicht. Und damit sind wir auch schon bei unserem ersten Ziel, Unterosfe. Hier haben wir die kleine Übersichtskarte des Kreises und die Lage von Unterosfe. Die Kirche als zentraler Punkt war einst von einer hohen, festen Wehrmauer umgeben. Viel ist davon nicht mehr übrig. Allein, es geht in die romanische Zeit des 12. Jahrhunderts zurück, von der Bauepoche her gesehen. Was ist das? Das ist der Rest eines ehemaligen Torturmes. Oder des ehemaligen Torturmes. Ein Doppeltor. Schaut! So mag das mal ausgesehen haben. In Einhausen, da steht's noch, mit der Kirchenburg. Kirchenburg, ja, eine burgartig befestigte Kirche. Nennt man auch Kirchenburg. Ein weiteres Beispiel. Die Kirchenburg Kraftshof in Franken. Die Kirchhofmauer, oben ein Wehrgang mit Schießscharten, ein Regenschutz, Refugium für die Lebenden und die Toten. Die Waffen waren Armbrust oder wie hier uns Meister Zacharias zeigt, die Hackenbüchs. Der Name kommt vom Hacken, den man einhackte an einen Stockbalken, denn der Rückstoß war nicht schlecht. Allerdings, was vor die Büchs kam, war auch nicht mehr lang. Naja, nun, so, muss man sich das mal vorstellen und da sehen wir noch einige Reste dieser Toranlage. Fast mag das Fachwerk das Fallgatter, das einst außen war, symbolisch darstellen. Der Kirchhof indes, er birgt nur noch wenig Grabsteine. Er wurde aufgelassen im 19. Jahrhundert, ein neuer vor dem Mord angelegt. Die Kirchhofmauer weitgehend abgetragen, doch die Kirche selbst, seht, diese schmalen, spitzbogigen Fenster, die noch im Chor sind, also im Osten, sie wurden später ergänzt. Und das hier sind Schießscharten. Der Boden des Langhauses, der Dachboden, war ein Speicherboden. Mit Wehrgeschoss. Ja, es waren andere Zeiten. Jetzt kommt mir nach Wetter, das liegt hier. Da sehen wir noch Reste der Stadtbefestigung. Ja, es war einst eine Stadt. 1233 wird's als solche erwähnt. Über zwei Jahrhunderte teilten sich Hessen und Mainz, die alten Kontrahenten, die Stadt gemeinsam. Dann ging's schließlich an Hessen über. Seht, das Stadtbild. Alte Fachwerkhäuser, mehr oder weniger renoviert, doch mit schöner Zimmermannskunst laden zum Verweilen ein. Wenn wir uns zur Kirche aufmachen, ist's schon ein Stück nach oben, denn die Kirche liegt im ehemaligen Kirchhof an der höchsten Stelle der Stadt, war einst durch feste Mauern geschützt, auch zur Stadtseite hin, und in die Stadtmauer integriert. Großes Mauerwerk, die Kirche selbst mit Sorgfalt gebaut, stammt auch aus dem 13. Jahrhundert, wurde später dann weiter ergänzt, hier 1503, da hat man den Turm überarbeitet. Die Obergeschosse, aus dem 19. Jahrhundert, außen mit Strebepfeilern verstärkt. Die Kirche selbst, wie wir sehen, eine große Anlage, wie sich für eine Stadt gehört. Stolz waren die Bürger. Hier sehen wir Inschriften an den Strebepfeilern. Die einzelnen Bauabschnitte wurden dokumentiert. Oder auch die Steinmetze, die diese Arbeit geleistet hatten. Und was haben wir hier? Übung vom Steinmetz oder wie? Nein, nein. Man durfte damals nicht mit scharfer Waffe die Kirche betreten. Man durfte die Waffe aber auch nicht ablegen. Also ritzte man die Spitze der Waffe, Schwert oder Dolch, im Sandstein und entschärfte sie symbolisch. Problem gelöst. Das Chor im Osten.
mit schönen gotischen Massewerkfenstern, also Bauperiode, Gotik, 15. Jahrhundert. Seht oben die Figuren. Grimmig sehen sie aus, aber sie sind die Guten. Sie schützen und haben's gut getan. Bis auf die kleine Tatsache, dass 1648 praktisch in einem Familienstreite sich die Hessen selbst an die Gurgel fuhren und es gab gewisse Zerstörungen auch in Wetter. Ja, wir gelangen nach Münchhausen. Hat nichts mit dem Baron zu tun, ganz im Gegenteil. Schaut, der Kirchturm, er ist alt. Geht auch ins 12. Jahrhundert zurück und hier haben wir einen vermauerten Triumphbogen. Da stand die alte Kirche, die gibt's nicht mehr. Nur der Turm mit seinen Schießscharten im Obergeschoss erinnert daran. Ist ein Chorturm, er steht im Osten. Ja, in der Serie 5, das ist kleiner Hinweis, da gibt es einen Beitrag, erklär mir mal eine Kirche. Da sagen wir, warum eine Kirche geostet ist, was das meint oder orientiert. Doch ganz kurz zur Geschichte von Hessen. Es war ums Jahrtausend, als das Erzbistum Mainz unter dem legendären Erzbischof Willigis sich auch weltlich weitgehend vergrößerte. Willigis war Reichsverweser für den minderjährigen Otto III. Er legte Privilegien fest, auch Handels- und Zoll- und Besitzrechte, über Jahrhunderte in die Zukunft. Und als sich dann schließlich die Landgrafen von Hessen aus einem Familienstreit der Thüringer Landgrafen abspalteten, da sahen sie sich vielerorts Mainz gegenüber. Natürlich auch lokalen Grafen, Fürstentümern, Abteien wie der Reichsabtei Fulda. Es war keine einfache Zeit. Man verstand sich zwar aufs Einheiraten und konnte so über Jahrhunderte Stück für Stück das Gebiet konsolidieren, vereinheitlichen. Aber man spaltete sich auch ein bisschen in der Familie. Die erste Spaltung oder Teilung im 15. Jahrhundert war noch relativ harmlos. Dann hinterließ Martin Luther seine Spuren und ein gutes Jahrhundert später, da gab es einen protestantischen und einen katholischen Teil. Und man war so mit sich beschäftigt, dass man sich im Dreißigjährigen Krieg, also 17. Jahrhundert, in einem fürchterlichen Bürgerkrieg praktisch selbst an die Gurgel fuhr. Doch das nur nebenbei. Wir erreichen Niederass für das nächste Ziel. Hier sehen wir ein völlig verkehrtes Bild. Früher waren die Kirchen niemals mit Bäumen oder großem Gebüsch umstanden. Es war freies Schussfeld, um sich verteidigen zu können. Von der einst festen Kirchhofmauer, spärliche Reste, der Kirchhof, als Baumschule genutzt, aufgelöst. Nur der Umfang ist noch erkennbar. Und der starke Turm. Auch hier sehen wir am Fenster einen Chorturm. Er steht im Osten, die Obergeschosse mit Schießscharten und Wehrerkern. Einst war das eine schwer befestigte Anlage. Es waren Wurf- und Schusserker. Und das hier, das sind Balkenlöcher vom ehemaligen Baugerüst, die hat man belassen. Man muss ja mal renovieren. Der alte Eingang in den Turm, auch das Langhaus stammt aus der Zeit der gotischen Bauperiode. 15. Jahrhundert später mehrfach verändert, doch es sieht treuend und wuchtig aus, wie man so schön sagt. Auch hier der Eingang mit einer schönen Holztür. Innen ein zweischiffiges Langhaus. Tragesäulen, das Deckengewölbe als Kreuzrippen mit Schlussstein. Nicht so viel Fachsimpelei, bitte. Ja, ist ja gut. Wir sehen hier die Emporen und schaut mal genauer hin. Ja, die sind eingebaut worden 1564. Hat auch was, nicht? Ja, wenn ihr im Inneren seid, schaut an. Holzteile wie auch Stein. Da hat man oftmals viel dokumentiert. Also diese Steine und auch Hölzer erzählen. Hier sind wir nun im Chor im Osten. Im Turm. Das Deckengewölbe auch hier mit Schlussstein. Tabernakel, ein Heiligenschrein. Kunstvoll ist's gefertigt. Schaut, die Farbigkeit ergänzt, aber nach Originalvorlage. Und hier sehen wir, dass es aus dem Jahre 1491 stammt. Also auch ganz schön. Ein kleiner Treppenturm wurde angebaut, um die Emporen von außen zu begehen, und eine Sonnenuhr aus der Zeit der Erbauung. War damals so üblich. Unser nächstes Ziel, Dexbach. Hier liegt das in der kleinen Karte ersichtlich. Und, na, das ist jetzt aber keine große Kirche. Gut gesagt, früher meinte man mit
die nicht große Kirche eben eine kleine Kirche. Dessen ungeachtet ist sie alt, stammt auch aus dem 13. Jahrhundert, Ersterbauung, aus Übergangszeit Romanik, Gotik von der Bauepoche. Und das hier im Osten über dem Chor ist so eine Art Außenempore. Nein, das sind die Reste des ehemaligen Wehrgangs, der oben um die Kirche allenthalben herumlief. In Fachwerk mit Schussscharten. Man hat es dann abgetragen bei späteren Renovierungen im 19. Jahrhundert, hat aber im Osten das symbolisch noch gelassen. Also auch hier, so klein sie sein mag, war die Kirche wehrhaft angelegt. Oftmals umgebaut worden. Und die Mauerstärke, seht ihr, fast einen Meter. Die konnte schon was aushalten. Innen mit Bemalung, in Farbigkeit ergänzt nach Vorlagen, teils aus dem 16. Jahrhundert zu uns heraufreichend. Der Heiligenschrein ein wenig einfacher, die Bemalungen natürlich sehr lichtempfindlich, deswegen in der Kirche auch gedämpft, das Licht. Hier im Westen, da war auch mal der Wehrgang, man merkt heute kaum mehr etwas davon. Ja, andere Zeiten. Es geht weiter nach Dreisbach. Und hier in Dreisbach, da finden wir zunächst den schönen Ortsbrunnen. Auch nicht mehr selbstverständlich, früher jedoch gang und gäbe. Seht, das steinerne Brunnenbecken, von Eisen eingefasst. Und die Kirche selbst, die ist jetzt auch relativ alt, stammt aus dem 13. Jahrhundert, trägt hier Strebepfeiler, weil es ein wenig instabil wurde später. Und hier sehen wir nun echt alte Teile. Das Eisenkreuz von 1808 ist noch vergleichsweise jung. War auch mal so eine Modeerscheinung. Doch hier ist der alte Originaleingang der Kirche. Das ist jetzt echt alt. Bauepoche frühromanisch, 10. bis 11. Jahrhundert. Oftmals hat man es dann abgetragen bei späteren Renovierungen. Nicht mehr so hier in Dreisbach. Auch hier sehen wir die Wetzrillen. Ja, hat man auch belassen. Das ist beste Tradition, heute erhalten. Von der umlaufenden Kirchhofmauer spärliche Reste. Und seht hier im Norden kleine schmale Fenster. Mehr nicht. Andere Zeiten. Und schließlich gelangen wir nach Amönau, dem letzten Ziel dieser kleinen Reise. Hier seht, die Kirche, betont durch den starken Kirchturm, ist auch alt. Auch aus der Zeit, wo sich da so die Landgrafen von Hessen und Mainz an die Gurgel fuhren. Starker Turm, einst ein Wehrturm und Reste des Schlosses, das ganz anbeisteht. Hier haben wir einen der Ecktürme, Fachwerk Obergeschoss neueren Datums. Doch seht ihr, aus dem Jahre 1615. Eine Inschrift mit Wappentafel. Da wurde gebaut, in der Zeit der Spätrenaissance des frühen Barock. Der Kirchhof um die Kirche, sie war auch zur Schlossseite hin durch starke Mauern und Wehrgang abgegrenzt. Da wird nicht mehr beerdigt. Das Langhaus, das sieht jetzt sehr, naja, unterschiedlich aus, stammt auch aus dieser alten romanischen Zeit, wurde 1790 aber überarbeitet und verändert. Doch seht hier der Grabstein. Der letzte Wächter, könnte man sagen, mit Stichdolch und Schwert. Mögest du die Kirche noch lange hüten. Doch er zeigt schon einige Spuren. Immerhin, auch er einige Jahrhunderte. Jüngere Grabsteine finden sich am Turm, aber es sind wenige geworden. Die Erinnerung, schwindet sie? Hoffentlich nicht, nachdem wir jetzt gesehen haben, was es zu sehen gibt. Auch hier oben, Kampfärger, neu erbaut. Früher ragten sie natürlich weiter vor mit Schussscharten, doch die Symbolik ist gegeben. Was waren das für Zeiten, als die Kirche auch dem Schutz der Lebenden dient? Somit leiten wir über zum Ende dieser Geschichte auch Abgang genannt. Die Zeit, sie fließt. Sie fließt über uns hinaus in die Zukunft. Gehabt euch gut.